Stadt-TV Bad Hersfeld. Sehen und hören, was uns bewegt. Dieser Film wird Ihnen präsentiert von Optik Peter Heiner, Bad Hersfeld und im Sanitätshaus Andreas Becker, Bad Hersfeld. Meine Damen und Herren, die Besucher aus dem Kreis Hersfeld-Rotenburg und aus der Region haben erstmalig die Gelegenheit, alle, und ich betone alle, wichtigen Institutionen, Kliniken, Krankenhäuser, Reha-Einrichtungen, Einrichtungen der stationären und mobilen Pflege sowie Krankenkassen und andere Leistungsträger wie Sanitätshäuser, Optiker, Hörgeräte, Akustiker, Orthopädie, Technik, gesundes Schlafen, Physiotherapie, ergonomische Büroausstattung im Gesundheitswesen, Sie sehen, breit aufgestellt auf dieser Messe begrüßen zu können und sich über deren Leistungen zu informieren. Erzählen Sie uns etwas über Ihr Geschäft. Ich bin einmal in Bad Hersfeld in der Badestube gegenüber von Jeansriegel und einmal in Niederaula in der Schlitzerstraße 25 zu finden. Wir machen dort Brillen für jedermann, für die Oma, für das Kleinkind, für die, die dann das erste Mal eine Lesebrille brauchen oder eine Gleitsichtbrille. Für all diese Schandtaten sind wir gut. Es gibt bei uns auch Kontaktlinsen und entsprechende Sportbrillen. Sportbrillen heißt für uns, dass die halt mit Korrektion ausgeführt werden und trotzdem so durchgebogen sind, wie man es hier sieht. Auch solch eine Brille kann man durchaus mit optischen Gläsern versehen, sodass auch jeder Sportler eine entsprechend durchgebogene Brille hat, mit der er halt auch bis zum Rand was sehen kann. In diesem Sinne, Ihre nächste Brille macht nur einer, Augenoptik Peter Heiner. Mein Name ist Andreas Becker. Ich habe im Januar 2012 das alteingesessene Sanitätshaus Ilse in der Breitenstraße übernommen und modernisiert. Wir bieten alles rund um die Orthopädie an, das heißt Bandagen, Prothesen, Kompressionsstrümpfe, Brustprothetik, Wellness und auch Hygieneartikel. Unser Schwerpunkt und unser Spezialgebiet ist der Prothesenbau. Wir haben noch eine orthopädietechnische Werkstatt in Alsfeld. Und da haben wir also Zeit und bauen alles rund um die Prothesen. Schwerpunktmäßig Beinprothesen. Dem Darmmodell der Vitalis Klinik. Erzählen Sie uns bitte etwas darüber. Ja, also wir haben dieses Darmmodell aufgestellt, um Menschen zu zeigen, inwiefern zum Beispiel, wir haben sehr viele Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, sprich Colitis ulcerosa, Morbus Crohn, um diesen Menschen praktisch die Veränderungen im Darm darzustellen, zu was für Veränderungen das insgesamt kommen kann. Im Darm, in den verschiedenen Abschnitten, sowohl im Dünndarm als auch im Dickdarm. Und ferner geht es ja auch darum, dass wir Menschen darüber aufmerksam machen wollen, dass sie sich regelmäßig, vor allem ab dem 50. Lebensjahr, zu Vorsorgeuntersuchungen vorstellen sollten, um einen Tumor rechtzeitig zu erkennen und zu therapieren.
Wir freuen uns, dass wir hier nach Bad Hersfeld kommen konnten mit dieser Gesundheitsmesse. Es ist die erste Gesundheitsmesse hier in Bad Hersfeld. Ich muss dazu sagen, mein Dank gilt der Frau Anne Groß, die uns kontaktiert hat und gefragt hat, ob wir hier auch mal eine Messe machen würden. Es würde sich ja anbieten für eine Kurstadt. Und da haben wir gesagt, selbstverständlich. Und als wir dann die Gegebenheiten hier gesehen haben, hier im Schildepark mit dem Bordreich gegenüber und dieser fantastischen Schilderhalle, die sich ideal als Messeplatz eignet, auch draußen der Bereich, haben wir natürlich gesagt, selbstverständlich. So. Und es hat mich gefreut, dass die DRK in diesem Fall, in diesem Jahr, der Kooperationspartner ist. Und ich habe auch mit Herrn Fromm von der Bad Hersfelder Zeitung gesprochen und der hat gesagt, selbstverständlich, da machen wir mit. Das freut uns, wenn das funktionieren würde hier. Und ich denke mal, es hat funktioniert, wenn man die Resonanz sieht. Wir haben jetzt Samstagmittag und es sind schon über 1000 Besucher hier gewesen und die Resonanz von den Ausstellern ist dementsprechend auch sehr, sehr positiv. Und ich denke mal, wir werden das Ganze nächstes Jahr wiederholen.